Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Schloss des Biestes betreten, haben gegen einen komischen Türboss gekämpft. Das Name mir entfallen ist. Mickey ist uns zurück gekommen, weil ich voll der Noob war und verreckt bin in dem Kampf. Und ja, wir haben die anderen Bediensteten von dem Biest gefunden, welcher hier eingesperrt hat. Und ja, die haben uns angeboten, wir gehen mal kurz raus und zeigen euch eine Abkürzung und da gehen wir jetzt hin. Okay. So, einen Moment, aber ich habe glaube ich wieder Sachen und Dingens bekommen. Mega Formel. Ja, super, kann ich gar nicht sehen. So, ich habe Aufwärtsschützer. Ja, das ist nicht schlecht. Aber ich habe keine Ability-Punkte. Donald Feuer. Donald Flame. So, das wird aber auch nicht ausreichen. Gut. Dann gehen wir mal zum hier. Vor allem die Kerze hat uns gesagt, die weiß eine Abkürzung und jetzt stehen wir von den Uhrentypen. Ja, von Unruhe oder so, glaube ich, ne? In die Ausgangsposition. Wow, das ist gruselig. So, niemand weiß, ob da wirklich Menschen drin sind oder ob die einfach nur automatisch sind. Ist irgendwie gruselig. Nach euch. So. Und trotzdem bist du eher reingegangen. Boah. Nach euch. Nachdem ich reingegangen bin. So, okay. Dann wieder so ein kleines Minispielchen. Also gut, wir kommen hier raus. Ich fürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür, die am Ende des Gangs liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Warum gehen wir überhaupt hier durch? Seht her! Warum gehen wir überhaupt diese Abkürzung? Die Laterne hat sich gesenkt. Das hat sie in der Tat. Wir haben es geschafft. Wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesem Durchgang anzuzünden, würden sich die heime Tür öffnen. Wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberten Flammen löschen, bevor ich die Laterne auf normale Weise anzünden kann. Ich höre es irgendwie italienisch an, so wie ich das sage. Können wir sie nicht einfach mit Wasser löschen? Ich fürchte, das allein wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr die Kraft des Lichts benutzt. Kraft des Lichtes! Ich probiere es mal mit dem Schlüsselschwert. Pff. Ja, trotzdem irgendwie. Bravo! Verzauberte Flammen zu löschen, eine Laterne herangehen und Situationskommando alle zusammen benutzen. Nur noch drei Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür im Nu geöffnet. Ja, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber so ganz einfach wird es dann leider nicht, mon ami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass von Unruhe ewig dort von dieser Kurbel herumbaumelt. Ich schaff das schon, Lumiere. Du hast wachsen den Arm, nicht ich. Wenn er müde wird und uns herunterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben zur Decke gezogen. Wenn ihr weiter könnt, müsst ihr nach von Uro sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder für euch an die Kurbel. In Situation kann man noch aufpeppeln, mit Herr von Uro wieder an Kraft. Dann wollen wir es mal versuchen. Okay, aber keine Eile. Auf. Alles zusammen. Ja, wie bin ich hier vollkommen fehl am Platz dafür? Joink. Ja. Und zack. So, jetzt gehen wir nochmal zurück gleich. Den Typen aufzupäppeln, weil das reicht jetzt nicht hier für das letzte Teil. Obwohl. Komm. Oh, komm schon. So, ha. Und noch kurz die Hand ausgestreckt dafür. Und dann kriegen die dies. Irgendwie unnötig das Minispiel, finde ich. Boah. Muss ich extra hier. Boah.
Madame Petit. Oh mein Gott. Okay. Ja, der Vieh. Ja, Madame, machen Sie hin. Ist die? Ich verarsche? Ist die? Warum ist die hier noch da hinten? Alter, warum ist die noch so weit da hinten? Leck mich. Was kommt mir vielleicht hin? Mademoiselle. Ich jetzt hier hochgeklettert bin oder was? Boah. So, Mordstein? Nee, boah. Ist das dämlich. Ja. Epische Kamerafahrt. Oh, das war jetzt nicht so, weiß nicht. Geil. Sehr fertig. Ui, die geheime Tür sollte sich jetzt öffnen. Ich sehe nirgendwo eine geheime Tür. Nur keine Sorge. Ich muss nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorragt. Verstehe. Haha! Nun dann, ich werde einen Rundgang durch das Schloss antreten. Solange bleibt ihr mir das. Solange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Sie hat euch vorhin herzlos genommen. Das Gemach des Herrn liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und auf euch warten. So, da gehen wir hin. Okay, dann macht der Geheimgang Sinn. So, jetzt irgendwo noch was. Ja, ja. Da weiß ich nur auswendig, ja. Ein paar Sachen weiß ich noch. Ne? Hi. Vielleicht gar nicht springen, aber okay. Wow, wow. Doch. Wenn er mal ab. Ich hab's auch gefühlt, ich bin verdammt schwach. Oh. Ah, verdammt. Ja. Aufwärtsschützer ist nämlich noch halbwegs gut. Weil er automatisch einsetzen kann. Also, wenn man will. Manuell meine ich. Ungefähr so. Los. Doof. Nice. Aua, machen die mich fertig, ey. Keiner von euch hinterlässt Heilung, ehrlich. Aber habe ich das Schild am Anfang genommen, ne? Ich dürfte auch gar nicht so viel Schaden bekommen. Au. Alter. Alter. Ist das übel. Oh, sehr gut, Goofy. Oh, ich krieg auch noch. Ich froh, wenn ich Beat habe. Wer? Vampirjäger, ich mach mit euch Vampirjäger, was? Aber mehr. Ich brauch Level. Ja, schon sind wir wieder
AP-mäßig und so wieder gut dran. It's time you dealt with Belle. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. Aber dir soll er trauen. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See, she has accomplices. Hey, Prince. Jemand den Typen gesehen? Oh, Menno. Warum? Der Kampf ist relativ einfach. Hilft dem Biest wieder zu sich zu kommen. Wach auf! Dester T! Dester T! Dester T! Das heißt übrigens, er macht, ne? Ja, einfach nur immer Dreieck. Mein Gott. Natürlich Tim voll zu Tode erwachen. So, aufladen. Tragbare Rüstung, geil. Wenn ich jetzt noch ein paar Sachen zum Ausrüsten hätte, wäre noch besser. Aber nicht viel Ausrüstung bekommen bisher. Kaufen will ich nicht. Cogsworth, what happened? Warte mal, du hast auch Cogsworth? Oder Clocksworth? How shall I say? Bin ich Fallout 4? Well, you brought everybody down there in that dungeon. I did what? You did? Who was that guy you were talking to? The one in black? Zaldan. That's his name. He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. We'll all be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Wie immer weiß, sure. We know you're hat Goofy alles im Blick. He's right, Master. Oh. We've all seen how wieso ist der Typ so intelligent in dem Spiel? After all, Belle can see ja, nicht mal gerade auslaufen in den Cartoons. I'm afraid you've yet to... Belle. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses. Come on, we'll go with you. Okay. Beast, du kannst mal bei uns kommen. Weiß nicht, brauche ich Goofy, ich brauche mich eigentlich nicht verwandeln. Wohl, das könnte vielleicht schwer werden. So, Auto-Limit, weg damit. Item-Boost, weg damit. Kriegst gleich alle Item weg. Oh, kann ich nochmal alle sortieren? Nein, das wollte ich nicht. Ich nochmal sortieren irgendwie. Keine Ahnung. Defender-Schild, der Hüdiger für eine kritische Situation um 3. Bams. Jetzt auch keine Items, also weg damit. Bevor ich vergesse, alle Items von Beast mitnehmen. Joink, joink,
Ja, irgendwann. Tut der wortwörtlich im ersten Kampf alle wegballern. So, Elfentuch habe ich nur. Bluff. So, Donald, gib mir das. So, du kriegst das und das. So. Alles klar, gut, gut. Viel wird, glaube ich, in dem Part nicht mehr passieren, außer grinden, würde ich sagen. Ich habe das Story technisch noch irgendwas schaffen. So, habe ich nicht noch irgendwas gerade bekommen? Fähigkeiten, also ja, Rüstungsplus. So, hier ist noch nichts. Der ist der Tee, der ist der Tee. Da sind ja wieder Gegner. Nein, gut für euch. Also, ich komme jetzt noch irgendeine Cutscene oder so dazwischen. Ich glaube ja. Ha, die Dinger sind weg. Oh Gott, hast mich gerufen. Die Rüstung steht still und still da. Da. Mein Gott, geben die viel Erfahrungspunkte. Soll ich mir zu Nutzen machen? Ich habe sowieso storytechnisch nichts da heute, ich habe für. Alter. Wurf. Luftkombo. Und Donald geht auch voll ab. Und die ganze Zeit noch Magie, Spam. Nix, okay. Ich kaputt. Nö, okay. Okay, okay. Können wir mal Dings zeigen hier. Die Limit. Doppelte Rage. Oder nicht beliebt. Für den aber. Wurf. 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 Wurf, Angriffskraft, sehr gut. Also ein Gegner. Let's go. Letzte Rage. Oh, mein Gott. So, das war wahrscheinlich das letzte Mal, wie wir gesehen haben. Aber ich bin nicht so ein Fan von den Angriffen. Weil Mulan 2 hat dann auch was gebracht. Also vielleicht doch. Hey, wo geht denn der? Okay. Hi, ich seh nix. Oh, ihr Viecher. Oh, ich habe ihn nicht bekämpft. Hey, danke. Wer hat den hier gepasst? Den Kita. Bist du bei ihm auch freundlich verreckt? Bin weg. Er mich paranoid, aber ich finde das rein. Ich kann noch die Story ein bisschen vorantreiben hier. Und ich kann das Ding hier abgeben. Vitamin schon wieder Formel abgegeben, geil. Mega Potion. Ja, warten wir erstmal. Diese Formel und ja, muss jetzt noch nicht. Dann machen wir mit der Story noch ein bisschen weiter. Ja, aber sind noch Gegner. Na, ja. Das ist ein bisschen erledigen, habe ich das Gefühl. Die Gegner machen ganz schön Schaden. Au. Boah, haut der wieder ab. Au Gott. Und Tschüss.
Und Schwester. Was du, ey? That damage. Ja, jetzt kommt's auf mich los. Jetzt wo ich nicht bereit bin, jetzt wo mein Körper nicht bereit ist. Du hast natürlich, wenn man es kennt, fahr weg. Wenn man das alten anderen Kingdom Hearts kennt, die ich hier let's play. Und tschüss. Hey. Tschüss. Ja, reicht. Reicht. Boah. Beast. Das ist einfach Beast. Ist auch noch einer am Leben. Oh Gott. Kannst du es wagen? Boah. Kannst du es wagen? Au, was zum Teufel? Ich von der blöden Schockelehr getroffen. Aber das könnte wehtun. Oh Gott, da hat jetzt was. Oh. Heilung, bitte, danke. Oh Donald, warum sind wir schon wieder tot? Oh Donald, zieh dir bitte etwas an. So, geile Zeitverschwendung hat bisher. Oh, ihr hinterlässt gar keine Heilung, Mann. Also ja, voll die Verarschung. Oh Gott. Ihr hinterlässt auch keine Heilung. Du auch nicht. Ey, Schatten durch hier, super. So ein bisschen mehr Heilung vielleicht. Bevor jetzt muss ich wieder ein Tales of Time spielen, wo ich mal kurz vor dem Partende ein bisschen auflevel. Ja, muss ja auch sein. Ich habe gerade geblockt. Uff. Ich war nicht mehr für ein Level ab, glaube ich. Also kommen noch ein paar Gegner. Bitte. Glaube nicht. So. Kann man aber nicht. Ja. Was zu sagen. Einer gefehlt. Jetzt kommt hier keiner. Hilfe. So. Einer. Einer Cutscene-Part beenden. Das wird so stressig hier, was hier alles abläuft. Ah. Ja. Alle sind jetzt in Sicherheit. Ich glaube, das ist auch so etwas. Wundervoll. Vielen Dank. Wo ist Belle? Sie war sehr in Eile. Sie wollte sich auf die Suche nach einem schwarz gekleideten Mann machen. Was? Warum ist alles in der Welt, tut sie denn nie, was man ihr sagt? Ruhig, Blutherr. Ihr Temperament macht Bill ja gerade so zu etwas Besonderem. Wir sollten sie besser suchen gehen. Oh Mann. Perfekt, der Part ist jetzt zu Ende. Es ist schon wieder so spät, ja. Und ja. Ich sage, lässt du mich durch. Dann. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja mal etwas Feedback hinterlassen. Im Sinne von mag ich per einen Daumen hoch oder mag ich im Sinne von Kommentar oder mag ich, will ich weitersehen. Im Sinne von Abo. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Ich jedenfalls sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bleibe mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.